Hallo und willkommen zurück zu The Elder Scrolls von Skyrim. Ja, diese Folge habe ich schon zweimal aufgenommen. Aber immer wieder wurde ich von einer Ruckelsenerade aufgehalten. Von der ich gar nicht weiß, warum. Warum sie überhaupt da ist. Ne? Aber ich würde sagen, wir machen weiter und suchen jetzt nach unserem Kontakt hier in Rifton, den wir auffinden müssen. Wegen, weil ich schon zwei Aufnahmeversuche gestartet habe, weiß ich... Haben wir uns nicht viel zu sagen. Taucht doch nicht direkt vor mir auf. Also, echt. Man kann es auch übertreiben. Da, das ist unser Kontakt. Ihr habt auch noch nie Brynjolf. Für all euer Geld gearbeitet, was? Ihr habt auch noch nie ehrlich für all euer Geld gearbeitet, was? Du wiederholst dich, mein Freund. Ja, was sagen wollte, weil ich das Ganze schon mal gemacht habe, weil ich schon mal aufgenommen habe, zwei Aufnahmeversuche gemacht habe, weiß ich schon, was jetzt hier passieren wird. Ihr wollt kostenlose so, aber ich werde natürlich nicht irgendwie was jetzt wegklicken, weil ich es jetzt nur kenne. Außerdem quellen eure Taschen auch nicht gerade vor Geld über, oder? Och, ja. Lass mich ihn erstmal finden. Sich eine einmalige Gelegenheit entgehen zu lassen, ist aber noch schlechter. Das stimmt auch, oder? Ich habe einen Auftrag zu erledigen, brauche dabei aber Hilfe. Und in meiner Branche wird Hilfe gut bezahlt. Ja, dieser Auftrag ist eine kleine Diebesaufgabe, die aber nicht unbedingt so schwer ist wie jetzt die Aufgabe in der Botschaft. Ich verrate euch natürlich nichts. Ganz einfach. Ich sorge für Ablenkung und ihr stehlt Madesis Silberring aus dem Tresor unter seinem Stand. Wenn ihr ihn habt, legt ihr ihn in Brandscheis Tasche, ohne dass er es bemerkt. Brandschei ist hier vorne links, direkt neben mir. Da seht ihr ihn im Hintergrund. Jo. Die Aufgabe ist nicht so schwer. Ja. Es gibt jemanden, der ihn aus dem Geschäft drängen möchte. Mehr müsst ihr nicht wissen. Sagt mir, wenn ihr bereit seid, und wir legen los. Na gut. Gut. Wartet, bis ich für Ablenkung sorge, und zeigt mir dann, aus welchem Holz ihr geschnitzt seid. Kommt alle her! Okay. Ich muss euch etwas Unglaubliches zeigen. Seht es euch an! Gut, an dieser Stelle speise ich einmal. Nicht nur aufgrund der Mission, sondern aufgrund der eventuellen Lags, die auftauchen könnten. Kommt alle her. Ich hoffe, dass es jetzt keine Lags gibt. So. Was gibt es denn diesmal? Sobald alle da sind, ducke ich mich und mache die Siebetür auf. So. Ja, das ist die Siebetür. Da drin ist der Tresor mit dem Ring. Den müssen wir dann dem besagten Dunkelelfen unterschieben. So. Ich werde übrigens auch nur den Ring nehmen, weil ich die Quest hier nur zwecksgemäß mache. Die Aufgaben mit dem Ring. Und am Ende war es dann doch nur zerstoßene, mit Wasser vermischte Nirnwurz. So, und jetzt geht's am besten hier hin. Ducke mich. Und... Speise nochmal und jubel ihm jetzt Brandschei den Ring runter. So, ist er? Da. Ups, ich habe ihn jetzt gar nicht, ich habe ihn jetzt angelegt aus Versehen, nicht ihm gegeben. So. Denkt nicht mal im Traum daran. Wieder, wenn ihr etwas kaufen wollt. Redet. Was für eine Zeitverschwendung. Verdammt, ich wusste, dass ich nicht hätte warten sollen. Grüße. Ich habe wohl die richtige Person für den Auftrag gewählt. Tja. Ich habe wohl die richtige Person für den Auftrag gewählt. Du wiederholst dich schon wieder, mein Freund. Eure Bezahlung, wie versprochen. Gut. Wenn man bedenkt, wie es hier in letzter Zeit läuft, ist es schön, dass unser Plan ohne Probleme über die Bühne gegangen ist. Nun gut. Meine Organisation hat gerade ein bisschen Pech, aber so läuft es wohl einfach. Aber egal, ihr habt den Auftrag gut erledigt.
Und was noch besser ist, es gibt noch mehr zu tun, wenn ihr bereit dafür seid. Er redet ganz klar, das will ich euch nochmal sagen, er redet von nichts anderem als der Diebesgilde, das mich natürlich nicht anschließen werde. Also, in einfachen und verständlichen Worten. Die von mir vertretene Gruppe hat ihren Sitz im Rattenweg unterhalb von Rifthorn in einer Taverne namens Zersplitterte Flasche. Wenn ihr eure Meinung ändert, trefft mich dort und wir unterhalten uns über eure Zukunft. Okay. Gut. Reine Glückssache. Abgeschlossen. Alles wissen? Nun gut, fragt. Ich suche einen Mann, der sich wahrscheinlich im Rattenweg versteckt. Ja, ich glaube, ich kenne ihn. Er versteckt sich in den Rattenweg-Wohnkasernen und er bezahlt uns gut dafür, dass niemand davon erfährt. Wir wissen, dass ihr ihn habt. Okay. Kommt wieder, wenn ihr etwas mehr. Gut, das ist auch schon alles, was wir wissen wollten. Deswegen gehen wir jetzt und suchen nach ihm im Rattenweg. Der Rattenweg ist übrigens hier unten. Und ich hoffe, dass es jetzt nicht wieder so wie vorher anfängt, extrem zu ruckeln. Das kann aber auch einfach daran gelegen haben, dass ich gerade einen Upload hatte. Warum auch immer. Ihr habt ja gesehen, auf dem ganzen Weg hierher, in der letzten Folge, und in dem Dungeon, in der vorletzten Folge und in der vorvorletzten Folge, gab es keine Probleme. Ja, jetzt scheint es aber besser zu laufen. Ich habe deswegen mein Schwert nochmal genommen, weil, ja, ihr seht schon. Ja. Du, Gnade, ihr greift mich an und erwartet Gnade. Das ist so etwas wie, keine Ahnung. Mir fällt gerade kein Vergleich ein, so auf die Schnelle. Sollte aber auch kein Problem darstellen. Heilung und Kerzenschein. Kerzenschein, Heilung. So, das heißt mir jetzt erstmal ordentlich. So, und dann nehme ich wieder meine Lieblingszauber, beschworenes Schwert und Feuerball. Gut, liegen auch in den restlichen Händen. Ja, hier habe ich mich dran gewöhnt, das Schwert in die linke Hand zu nehmen. So, bis hierhin kam es. Weiter kam es bisher nicht. Oder wollte ich nicht. Sagen wir mal so. So. Dann will ich mich hier mal umsehen. Diesmal scheint es nicht so ruckeln wie zuletzt, was gut ist, weil diese Ruckeleinlagen kann ich nicht gebrauchen. Oh, sehr viel Geld. Vergleich. Hängemoos. Diese Banditen haben in der Regel ja nicht so viel Geld mit dabei. Okay. Ich springe einfach mal hier runter, weil ich nicht weiß, wie viele Wege es gibt. Bezüglich des Rattenweges. Türexperte. Nichts für mich, also. Niemand. Öffnen Tür. Oh, nett. So für die, die man nicht vor der Tür haben will. So zum Beispiel den Steuereintreiber. Ja. Müsste man mit einer Klingel verbinden können, so eine Falle. Das wäre doch was. Unliebsame Besucher werden dann einfach... Nun ja. Ihr wisst schon. So. Tja, was könnte ich denn erzählen, während wir hier umhergehen und... Sachen sammeln. Ja, ich könnte erstmal wieder nochmal hier Kerzenschein nehmen. Kerzenschein. Ist da jemand? Nein. Warte, Skeva. Wumm. Gier an die Faust. Ups.
Hier brennt jetzt alles. Einmal kurz. So, was wollte ich noch sagen? Ach ja. Ja, ich wollte erzählen. Ich habe jetzt endlich. Na gut, fast. Ich habe jetzt fast das Buch, Die Höllenstadt, durchgelesen. Juhu! Wenn man davon, wenn man bedenkt, dass ich, also jetzt, während ich hier aufnehme, am Vortag insgesamt, gerade mal um die 100 Seiten hatte und jetzt an die 250 Seiten gelesen habe, ist das schon viel? Riesenfläste und sehr schön. Ja, ein Schwein will die Alchemie beenden. So. Ich werde mir auf jeden Fall, ich werde auf jeden Fall noch viel auf Alchemie skillen, das kann ich euch sagen. So. Okay. Ist mein Kerzenschein. Nein, mein Kerzenschein. Kerzenschein-Zauber ist erloschen. Wir finden den, den wir suchen, ist aber in diese Richtung. Ist da jemand? Taugenichts. Ein interessanter Name für ihn. Beschworenes Schwert. Ja! Ich habe ja jetzt auch auf diesen. Ein Buch, ein Buch! Der Bettler. Das Tassendiebstahl verbessert habe ich es scheinbar noch nicht. Juhai! So, erstmal hier. Dafür sorgen, dass wir zurück können. Ja, genau, das ist der Weg zurück. Wunderbar. Das ist geregelt. Jetzt können wir uns hier ein bisschen freier bewegen. Und ich glaube, da finden wir jenen, den wir suchen. Und ich bin super froh, dass das Spiel jetzt nicht anfängt, heftig zu laggen. Aber ich sollte es auch nicht beschwören, denn sonst gibt es nur Probleme. So. Sonst taucht es wieder auf. So. Ja, den Ort kenne ich. Den Ort kenne ich. Es gibt einen Trailer auch hierbei. Und zwar den Trailer für unter anderem die Sounds von Skyrim. Da sieht man diesen Ort. Und eine Person dieses Ortes. Hör schon auf, Brynjolf. Nämlich. Diese Zeiten sind vorbei. Wo ist Wenn sie? Ihr euch unterhalten ich sage wollt, euch, hier verhält es sich anders. Eine Hochelfin war das. Haben wir alle schon mal gehört, sie. Brynjolf. Ich bin nicht hier, um euch das Händchen zu halten. Das könnt weg. Ihr euch selbst zusammen. Genau. Ach, und das ist Brynjolf. Weg, Smercer. Ihr alle gehört einer aussterbenden Gattung an. Gut. Und jetzt gehen wir nach hinten. Vielleicht habe ich dann The Redway Vault. Vault? So. Die Vaults. Sind wir hier in Skyrim oder was? Oh, okay. Oh, nein, bitte ruckel nicht. Bitte, tu mir doch nicht. What the hell? Ein Zauberer der Talmor. Und gut. Und jetzt ist es endlich mal Zeit, Rache zu nehmen. Sind hier noch ein paar mehr? Hm? Wollt ihr alle euren Spaß? Da. Das glaube ich ja, aber. So. Ah, endlich Talmor killen. Das ist das Schönste. So. Auf jeden Fall seit hier. Seit ich weiß, wer die wirklich sind,
töte ich sie richtig gern. Ein toter Nord. Diese Halskette nehme ich mit. Habe ich euch eigentlich schon gezeigt, wie man Holz fällen kann? Bei Gelegenheit zeige ich euch das ja vielleicht mal. So. Knoblauch. Gut, gerade ruckelt es wirklich ein bisschen, aber... Naja. Ich denke, es hält sich ja noch im Rahmen mit 15 Frames pro Sekunde. Wow. Kaum stecke ich meine Zauber weg, deaktiviere ich meine Zauber, steigt die Framezahl auf 20 und mehr. Außer in Räumen wie diesen. Was irgendwie logisch ist. Elfenarm ziehen. Erzbaren Eisen. Ja, für den Fall, falls ich mal was verbessern muss. Ein Eisenhelm. Kann man ja auch mal mitnehmen. Wenigstens um das Zeug zu verkaufen und so. Okay. Nicht, dass hier eine Falle ist. Na, nee. Gut. Trotzdem, das Wert aktiviert es trotzdem mal. Ja. So. Truhe. Mit viel Geld, einigen orkischen Pfeilen. Und hier eine Truhe, die aufgemacht werden muss. Lehrling. Ist kein Problem. Das knackt mir im Schlaf, ne? Ah, hier. Ja. Ha. Wunderbar. So. Gesundheit wiederherstellen. Gold. Rolle des Dummatronak beschwören und ein Stahlschwert. Geld. So. Ja, hier, ich will schon alles an Geld. Wenn sein muss, da ich den auf den Tisch, um mir das Geld zu nehmen. Ganz gleich. So. Lydia, trag mal was von mir. Ich habe geschworen, eure Last zu tragen. Ja, ja, das ist gut, das ist gut. Was anderes hätte ich dir auch nicht gestattet. Erstmal die Pfeile. Alle. Und dann... kriegst du meine Stahldolche. Ihr seid mein Tane, also bin ich euch zu Dienst verpflichtet. Ja, ich habe ja, Spuren, ja. Eure Last zu tragen. Okay, was könnte ich denn vielleicht noch geben? Ich habe immer noch zu viel. Ach, wisst ihr was? Ich schmeiß irgendwas raus, damit wir uns wieder bewegen können. Dimdidu. Die werde ich wahrscheinlich verkaufen. Ich bin nämlich kein... Ich brauche keine Leisterrüstung und sie trägt ja nur Schwere. Die kommen weg und dann der Eisenhelm, damit ich genau 300 habe und mich wieder bewegen kann. Also schnell bewegen kann. So. Keine Ahnung, wie weit wir noch hier laufen müssen, um ihn zu erreichen, den, um den es geht. Spitzhacke, Murmel. Ein paar Kisten. Wisst ihr was? Irgendwann bei Gelegenheit gehe ich nochmal, also off-topic, ein bisschen durch Dungeons, alte oder welche, die noch nicht erkundet wurden von uns, und sammel Schätze und verkaufe. Oder na. Sagen wir mal so, ich gehe durch welche, die wir schon kennen. Sammle ein paar Sachen ein, die ich nicht mitnehmen konnte oder die wir einfach übersehen haben. Und, ja. Tintenfass, Stein, Eimer, Buch, Messer. Und wollte sagen, und holen. Ja, sammle noch ein bisschen was. Der macht ja keinen Ärger. Er erzählt es euch. Fragt einfach.
aber das müsst ihr gar nicht. Er erzählt es sowieso. Aha. Ah, okay. Da, ich will keinen unnötigen Ärger riskieren. Ja, okay. Interessant, was er hier gerade erzählt hat. Es kann sein, dass er den meint, den wir suchen. Und ich würde sagen, an dieser Stelle mache ich einen Cut. Und wir suchen dann nach, ich schaue nochmal, wie er heißt. Weil ich habe es einfach vergessen. Eine Ratte in der Klemme. Esbern, genau. Suchen wir dann nach Esbern in der nächsten Folge. Also, bis dahin. Ciao.